Hola, Chicas und Chicosos, herzlich willkommen zu einem neuen Lebensupdate und ich glaube, das ist das krasseste Lebensupdate ever und das habe ich einem 53 cm großen Lebewesen zu verdanken, alias meine kleine Tochter Alma. Das Leben mit Kind. Ja, die Kleine kam am 5. April zur Welt und sehr gerne könnt ihr euch meinen Geburtsbericht dazu anschauen, wenn ihr Interesse habt. Ich verlinke ihn da oben mal. Es ist ein sehr langes Video, aber ich bin echt überrascht, wie gut das ankam, wie viel nettes Feedback ich bekommen habe und wie selten es wohl ist, dass man eine positive Einstellung gegenüber einer Geburt hat. Und ich freue mich total, dass ich damit ganz, ganz viele Leute inspirieren konnte. Ja, und jetzt da sind wir schon seit 5 Wochen hier zu Hause und ja, wie soll ich sagen, das Leben ist irgendwie surreal, also es ist so total anders, aber irgendwie ist es auch so, dass man sich es gar nicht mehr anders vorstellen kann. Das ist eine interessante, komische Mischung. Ja, ich muss sagen, vom Wesen her ist die Kleine wirklich sehr, sehr lieb, sehr kooperativ, sehr entspannt und viele sagen, ja, es kommt wohl auch daher, dass wir recht entspannt ist, dass das Kind sehr entspannt ist. Sie schreit wirklich nicht viel, halt nur abends, wenn sie halt mal wirklich müde und drüber ist und gar nicht weiß, wohin mit ihrem Händchen und alles und dann aber ansonsten ist sie echt total lieb und heute Nacht hat sie zum ersten Mal richtig krass durchgeschlafen. Also das heißt, sie hat 2x3 bis 4 Stunden am Stück geschlafen. Das ist wow, geil. Also zwischendurch stillig, aber sie ist nicht wach. Sie macht mal ein bisschen und dann wird sie mal kurz angedockt und dann wird mal kurz gesaugt und dann ist auch wieder gut und sie schläft weiter. Und ehrlich gesagt, wir hätten auch nichts anderes erwartet, denn mein Freund ist ein Schläfer und ich bin ein Schläfer und der Boris ist ein Schläfer und sie ist in eine Schläferfamilie reingeboren und muss damit zurechtkommen. Ja, Boris geht's auch gut. Ich freue mich, dass ich mit ihm jetzt wieder ein bisschen mehr machen kann, mit ihm Gassi gehen kann. Das waren die ersten 2 Wochen ja gar nicht möglich. Und auch er hat sich echt ganz gut arrangiert und kommt ab und zu mal und schnuppert neugierig. Und der ist ja pflegeleicht. Solange es Fressen gibt, ist ja alles okay. Ja, ansonsten ist es ja für mich wirklich eine totale Lebensänderung. Ich bin plötzlich ganz viel zu Hause, was ich auch irgendwie so genieße, mal die Ruhe, dass so ein Tag startet ohne eine To-Do-Liste mit 10 Punkten. Das ist irre, das kenne ich nicht. Das ist sehr schön, einerseits diese Ruhe zu haben, andererseits aber auch ganz viele Freunde zu treffen, denn auch wenn so das Leben sich total geändert hat, finde ich es toll, Freunde zu treffen, weil das mir dann zeigt, hey, es ist trotzdem noch so viel von deinem alten Leben da, auch wenn du jetzt da gerade eben eingeschränkt bist. Das Reisen wird dir auch weitergeben, aber ja, es ist schon gerade alles anders, aber wirklich sehr schön. Wie gesagt, voll die Ruhe, keine Deadlines von irgendwelchen Aufträgen und ganz viel Zeit, um Freunde zu treffen. Es tut mir wirklich gut. Wir haben das große Glück, dass wir uns eigentlich beide um die Kleine kümmern können, weil mein Freund auch selbstständig ist. Das heißt, wir sind beide immer hier und das ist wirklich wunderschön, weil es ermöglicht mir auch so 2-3 Stunden am Tag für mich zu haben und auch meine Projekte weiterzubringen und mein Leben außerhalb des Kindes weiterzupflegen, was mir auch voll wichtig ist. Und ja, also ich bin eigentlich wirklich glücklich. Manchmal kommt sogar ein Tränchen, weil ich so gerührt bin, dass jetzt die Kleine da ist und es ist wirklich schön. Ich muss aber dazu sagen, und ich glaube, das ist auch völlig normal, dass es auch Momente gibt, wo man nicht so gut drauf ist oder wo man einfach halt das verarbeiten muss, dass es eine Veränderung gab. Weil jede Veränderung, da muss man auch erstmal durch ein Tal der Tränen sozusagen oder auch mal das einfach begreifen, dass es halt jetzt anders ist. Und so einen Moment hatte ich vorletzte Woche, glaube ich, einmal. Da war mein Freund von Fußball und ich war alleine mit ihr und sie hat sehr viel geschrien. Und sie schläft prinzipiell nur auf einem lebenden Körperteil, das ist meistens meine Brust. Und ich habe sie schon 3 Stunden rumgetragen, habe mich hingesetzt, dann ist sie endlich eingeschlafen. Ich musste aufs Klo, ich hatte Hunger, ich hatte Durst. Ich habe mich nicht mal getraut, mich zu bewegen. Ich habe gesehen, draußen wird es dünkler und dünkler, in der Wohnung wird es dünkler und dünkler. Meine Stimmung wurde schlechter und schlechter. Und ich konnte nicht mal aufstehen, das Licht anzumachen, weil ich hatte wirklich Angst, mich zu bewegen. Und sie wird wieder wach und schreit, das wollte ich nicht mehr. Und da saß ich wirklich da und dachte mir, okay, hello, Fremdbestimmung. Und da war ich mal kurz ein bisschen traurig, aber das ist auch in 2 Stunden wieder vergessen. Und ich wollte einfach nur mal sagen, das ist völlig normal, wenn man auch mit einem Baby nicht jeden Tag freudestrahlend super happy ist. Aber ich muss sagen, mir tut es auch wirklich gut, dass ich halt nicht alles 24 Stunden um die Kleine dreht, auch wenn ich sie wirklich liebe. Und wenn sie 2 Stunden schläft, dann vermisse ich sie schon fast. Ich so, oh, irgendwie meine Brust ist so frei, wo ist denn da was? Also das ist echt verrückt, wie man dieses kleine Geschöpf jeden Tag mehr und mehr liebt. Und es ist wirklich was sich auch aufbaut. Und mir tut es aber trotzdem mega gut. Und ich merke jetzt auch mal,
wichtig mir mein Beruf ist, wie gern ich das alles mache. Also wenn ich Zeit habe, setze ich mich hin, schreibe einen Artikel, betreue meine Social Media Kanäle, setze mich jetzt hier und drehe meine YouTube Videos, weil ich einfach gemerkt habe, hey, das ist irgendwie auch Teil meiner Berufung, jetzt auch das Coaching, was ich gerade voranbringe, und es gibt mir nochmal ein richtig gutes Gefühl abends zu wissen, hey, ich habe dafür auch was getan und das hat mich auch erfüllt und hat mir total viel Freude gemacht, und ja, das ist sehr schön, dass ich das noch machen kann. Gerade sehr eingeschränkt, aber das wird bestimmt auch wieder bald mehr. Ich hoffe trotzdem, dass ich es immer schaffe, 2 Videos die Woche online zu stellen. Und da wollte ich euch noch sagen, falls ihr neu seid, würde ich mich natürlich total freuen, wenn ihr mich abonniert. Denn es ist geplant, dass hier immer 2 Videos kommen. Mittwoch geht es immer so ein bisschen Reise und Zero Waste Tipps etc. Und Sonntag kommt dann immer ein kleines Lebensupdate von mir und wie es ist mit Kind und wie es ist allgemein. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Das Coaching. Ja, ich habe meine Prüfung gemacht im Mai, Anfang Mai, mit Alma und meinem Freund. Die sind die 2 Tage alle mitgekommen. Zum Glück ist die Akademie ja in Berlin. Und die haben im Nebenraum gewartet. Und mein Freund hat immer so mir WhatsApp geschrieben, die Sirene geht an. Das hieß dann, okay, ich muss zum Stillen rüber. Und ansonsten war es richtig cool. Die Prüfung war halt ein Demo-Coaching vor der Gruppe und vor den Prüfern. Und ich habe zu 100% bestanden und es hat sich total gut angefühlt und ach, es war einfach schön. Und ich freue mich jetzt da einerseits bin ich schon traurig, dass es jetzt vorbei ist, weil es war einfach so geil, immer diese Blog-Seminare, und man ist rausgekommen und hat so viel gelernt und hat sich selber so krass weiterentwickeln können, aber dann auch diese ganzen Tools anwenden können. Deswegen bin ich ein bisschen schade, dass es gerade vorbei ist und ich keinen Master machen kann. Das war halt jetzt sozusagen der Einstieg, den Bachelor, den ich gemacht habe. Aber trotzdem freue ich mich sehr, dass ich jetzt bestanden habe und loslegen kann und mich jetzt da ganz offiziell Life-Coach nennen kann, darf, möchte. Man kriegt dann auch nach der Prüfung Feedback und das fand ich auch voll schön, wie ich als Coach so wahrgenommen werde. Und die Prüferin hat was Witziges gesagt. Ja, sie hat sich hier Hippie-Coach notiert, sieht mich irgendwo in einem VW-Bus coachen, irgendwo in der Welt. Und ich so, Portugales Calling, vielleicht nicht im Bus, aber auf jeden Fall am Strand. Ja, und das war einfach schön, 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 schön. Ich weiß gar nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Meine Seite ist auch schon fertig. Ich hoffe, es funktioniert alles. Ihr könnt sie euch hier angucken. www.christineneder.com. Ich werde da noch ein eigenes Video zu drehen zum Thema Coaching, auch mal ein bisschen erklären, was das ist und für wen es was ist, weil ich immer noch denke, dass es ganz viele Vorurteile dazu gibt, aber dazu kommt ein extra Video. Und ja, genau, auf der Seite könnt ihr schon mal rumstöbern, was ich anbiete und euch ein paar Inspirationen abholen. Die ersten Coachings, ich mache gerade so ein paar Starter-Angebote, die ersten 8 Coachings für 80 Euro, die habe ich schon an alle vergeben, die mir bei Christine Neder auf Instagram folgen und mein Newsletter von Christine Neder abonniert haben. Den verlinke ich euch nochmal unten. Aber euch auf YouTube würde ich gerne auch ein Angebot machen, wenn ihr Lust an einem Coaching habt, wenn ihr ein Thema habt, an dem ihr gerne arbeiten möchtet, dann vergebe ich 9-mal eine Session für 90 Euro. Das heißt, ihr schreibt mir kurz das Thema, dann mache ich ein kostenloses telefonisches Vorgespräch mit euch, wo wir dann nochmal tiefer reingehen, wie wir das Thema bearbeiten wollen und alle Fragen zum Coaching, die ihr noch habt, klären. Und dann gibt es eine 60- bis 90-minütige Session, wo wir an eurem Thema arbeiten. Also wenn euch das interessiert, schreibt mir eine E-Mail gerne mit dem Betreff 90 YouTube, dann weiß ich, wo ihr herkommt. Und ja, das möchte ich euch gerne auch anbieten hier, meine lieben kleinen Subscriber, großen Subscriber. Ey, wir haben die 20.000 geknackt. Vielen Dank, das ist auch noch passiert. Ja, also es ist viel passiert in der letzten Zeit. Portugal. Ja, in Portugal geht es auch voran. Also mir war von Anfang an klar, dass die Mühlen da sehr langsam arbeiten. Und uns wurde auch schon der Tipp gegeben, man darf einen Portugiesen nicht stressen, auch wenn es eine Deadline gibt, sonst macht er die Arbeit. Aber scheiße, also man muss ihm Zeit geben, dass er das machen kann. Und ja, unsere Architektin nimmt sich auch immer sehr viel Zeit. Aber das Haus existiert auf dem Papier. Es ist unglaublich. Wir haben es geschafft, Pläne zu machen. Bis jetzt sind diese Pläne sehr, wie soll ich sagen, einfach und für mich auch immer noch sehr schwer vorstellbar, wie das dann wirklich aussieht. Aber wir haben eine Raumanordnung gemacht. Wir haben diese ganzen 1000 Regeln beachtet, die es gibt. Und es waren hin und her. Die Architektin hat uns immer Entwürfe geschickt. Wir haben es uns angeguckt, wie es uns von der Logik her und auch von der Anordnung gefällt. Dann haben wir nochmal unserem Energieberater das alles geschickt, was der noch für Input für uns hat. Und jetzt haben wir ein grobes Gerüst. Da muss der Energieberater nochmal seinen Senf dazu geben, was er sagt. Und meine Schwester, die Innenarchitektin ist, visualisiert mir das noch ein bisschen in 3D, damit man sich das irgendwie vorstellen kann. Und dann
Dann geht's los, ihr Lieben. Ich werde dazu aber zu dieser ganzen Planung von dem Haus auch nochmal ein extra Video drehen. Es gibt ja die Playlist Auswandern nach Portugal, die immer alle Monate, paar Monate, das kann ich leider nicht so regelmäßig machen, weil man nie weiß, wie gut wir vorankommen, ein Video drehen. Aber ich werde auf jeden Fall nochmal zu unserem Architektin und wie wir diesen Plan fürs Haus gemacht haben, nochmal ein extra Video drehen. Und ja, deswegen ist es noch wichtiger, dass ihr diesen Kanal abonniert, damit ihr dieses Video nämlich auch nicht verpasst. Unsere Reisen. Ja, es ist ein bisschen was geplant. In drei Wochen fahren wir zum ersten Mal ein bisschen Richtung Meer. Es heiratet eine Freundin, das ist so 4-5 Stunden von Berlin entfernt an der Nordsee. Und das wird unser erster kleiner Trip sein. Wir fahren da mit dem Auto hin, weil es halt auf dem Land ist und wir da sonst irgendwie uns leider nicht fortbewegen können. Da bin ich gespannt. Alma 5 Stunden im Auto. We will see. Ich bin echt gespannt, wie es wird. Bis jetzt sind wir halt nur vom Krankenhaus nach Hause und mal irgendwo eine halbe Stunde hier nach Brandenburg gefahren. Das wird auf jeden Fall eine kleine Herausforderung. Dann fahren wir eine Woche später nach Schweinfurt. Das ist auch eine ziemlich lange Fahrt, auch wieder 4-5 Stunden. Da besuchen wir halt mal alle Geschwister, Tanten, Onkel etc. Und im Juli steht auf jeden Fall München und wahrscheinlich auch Südtirol auf dem Plan. Und im August geht es mit dem Camper nach Norwegen. Und auf jeden Fall im Oktober mit dem Wohnwagen nach Portugal. Da haben wir ja extra zwischen den Jahren letztes Jahr unseren Hängerführerschein gemacht, damit ich den Wohnwagen von meinen Eltern fahren darf. Und die leihen uns über den Winter und da können wir dann da runter cruisen und da wohnen und schauen, wie sich der Hausbau entwickelt. Und da gibt es auf jeden Fall viele Videos, das kann ich euch versprechen. Ja, ihr Lieben, das war ein kleines Lebensupdate. Wenn euch irgendwas noch mehr interessiert und ihr davon mehr erfahren wollt, dann schreibt es mir doch gerne. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr einfach jetzt nochmal bei meiner Portugal-Playlist vorbei schaut, denn da erzähle ich ganz viel darüber. Oder wenn ihr wollt, ich versuche auch ab und zu so ein paar Coaching-Videos zu drehen, also wo ich so ein paar Themen bearbeite. Und da habe ich ein Ziel-Erreichen-Video gedreht, wie ihr wirklich so mit Vision Boards eure Ziele erreichen könnt. Ja, schaut's da vorbei. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.